was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute meine Cousine, Jessie. Was geht? Folgt dem Instagram, Intolerant, toller Foodblog. Und der Cousin. Deswegen macht es gar keinen Sinn, dass du mit Joey zusammen warst. Egal, wir kommen zum Salat. Leute, wir machen heute zusammen ein wunderschönes Rezept. Und zwar kennt ihr das alle. Die meisten von euch werden es alle schon mal gemacht haben, ohne dass ihr jemals gekocht habt. Und zwar, ich muss einmal hier rüber. Wir machen heute zusammen den Kuchen von Minecraft. Allerdings seht ihr jetzt hier in der Top-Down-Cam, das müsste man sehen, oder Tamay? Wir machen 1:1 das Rezept, so wie der Kuchen in Minecraft quasi gecraftet wird. Wir müssen ihn schon backen. In Minecraft ist er einfach fertig. Hier werden wir ihn einfach quasi dann noch backen. Jessie hat überhaupt keine Ahnung. Sie hat aber einen tollen Foodblog und muss jetzt irgendwie gucken, dass wir das hier irgendwie in geordnete Bahnen bekommen. Alles, was wir dafür zur Verfügung haben, ist quasi folgendes. Wir haben zur Verfügung 3 Gläser Milch, ein wenig Zucker auf jeder Seite. Ja, also quasi Milch, ne? Welche? Vollmilch haben wir, Sojamilch, ja klar. Hier so ein bisschen Zucker auf beiden Seiten. Ist das schon zu viel, würdest du sagen? Nee, ne? Für einen Kuchen passt das, oder? Kann noch ein bisschen rein. Okay, und dann haben wir tatsächlich 3 Haufen, beziehungsweise einzelnes Vierecke Weizen. Da wir aber jetzt kein Mehl genommen haben, weil wir dachten, ja, das ist ein bisschen zu einfach, haben wir uns für Weizenkörner entschieden. Tobi war auch tatsächlich 3 Wochen lang auf einem Feld unterwegs und hat die einzelnen gepickt und dann in eine Verpackung, es war sau unnötig, ja, was er da gemacht hat. Ihm. Guck mal, ich glaube, das dürfte euch allen bekannt sein, dieses Rezept, wenn man das quasi so auf dem Crafting-Grid sieht, dann sollte man das wiedererkennen. Jetzt musst du einmal in die Mitte schlagen und dann ist der Kuchen fertig. Kürzestes Video ever. Shorts. Alter, richtig geil, Short. Normalerweise, guck mal, ich glaube, die sind auch so viereckig angeordnet. Weißt du, was ich meine? Das ja, müsste noch eigentlich. Damit schön das mit halt der Klinge übers Brett, geil. Jessie, das sind quasi unsere Zutaten, die wir haben. Und das müssen. Was ist das? Das ist quasi unser Kuchenrezept. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das irgendwie in Kuchen gegossen bekommen. Meine Idee ist gewesen, und ich habe es nicht in einem amerikanischen Video gesehen, das wäre komplett utopisch. Da musst du jetzt erstmal drüber nachdenken, ob man Kuchen wirklich gießt, ne? Ja, das war's für heute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Schaut bei Tobi vorbei, der streamt fast jeden Tag. Nice. Wie ist das mit dem verwandt zu sein? So? Saugeil, oder? Bin ja auch Millionär. Kannst du ja ruhig in die Kamera sagen. Ja, also nach wie vor, ihr könnt auf den Link in der Beschreibung klicken. Adoption. Sag ruhig, dass ich Millionär bin. Sag ruhig bitte den Leuten, dass ich Freunde sucht man sich aus, Familie nicht. Sag ruhig bitte, dass ich Millionär bin. So. Und jetzt ist auf dem besten Weg, also folgt ihr auf Instagram. Kennst du Leute, die so gerne darüber reden, wie viel Geld sie haben? Die so immer so nett sind? Meinst du Dena? Was? Der ist mal Zweiter geworden in einem Rennen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Meine Idee ist gewesen, dass wir das jetzt hier schroten. Im Mixer quasi aufschlagen, damit das Mehl zu Mehl wird. Das also Korn auf jeden Fall ist es schon mal vom Verhältnis her zu viel Milch für zu wenig Körner. Das heißt, wir brauchen ein paar mehr Körner. Ja, okay. Willst du die direkt hier rein? Ich wollte gerade sagen, komm, wir machen das jetzt mal so. Okay, wir lassen das hier einfach liegen als Crafting-Rezept. Okay, alles klar. Nee, das Hilfe. Willst du das schon anmachen? Haben wir vielleicht eine Waage? Waage. Wir machen das alles aus dem Kopfmopf, sage ich immer. Oh, guck mal. Das ist Weizen von Blee. Wir müssen auch diese Zutaten hier noch verwenden. Und wir wollen ja nichts verschwenden. Wie mache ich das am besten jetzt? Das jetzt einfach alles Gesamte rein. Das wird niemals mit dem Zucker? Nee. Eigentlich ohne Zucker, wenn du es schaffst. Ohne Zucker. Da ist jetzt schon ein Zuckerkorn dabei. Ja, ja, okay, können wir sein lassen. Ja, dann lassen wir das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst uns jetzt mal ein Like da. Schaut bei Tobi vorbei. Der streamt fast jeden Tag. Einfach mal twitch.tv/Tobi. Jumbo Schneider hat meinen Sohn entführt. So. Wollen wir mal aufmachen? Ach, nee, das machen wir gleich. So, Mikrowelle, glaube ich. Also, jetzt ist die Frage, kriegen wir das zu Mehl? Freddy, ja, meinst du, das geht? Ich gehe auf jeden Fall mal weg, weil ich... Nein. Das sind ja Körner, das muss noch weiter, das dauert ja ein bisschen. Kitchen Edge steht drauf. Sicher jetzt? Ja, komm, rein damit. Also, Vollkorn, Mehl. Nee, da ist doch kein Mehl, oder? Ich dachte, das ist die Challenge. Ja, so. Aber das ist also... Damit einen Teig hinbekommen? Okay. Ja, 2 Teile Zucker. Mhm. Das ist zu wenig Zucker, da kann er ein bisschen. Okay. Hey, ja. Steve hat ja Diabetes von Minecraft, wusstest du das? Deswegen ist er auch sau schlimme Geschichte. Ja, sau schlimm. Und wenn du dem den wegnimmst, dann wird er zu Zero Brian. Der ist auch schon geimpft worden, der Arme. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen ein Ei da rein, oder? Ein Ei, wir haben nur eins, ne? Wir dürfen nicht mehr nutzen. Wieso nicht? Weil das im Rezept so ist, Jessie. Es gibt nur ein Ei im Minecraft-Kuchen, das weißt du doch. Ich dachte, das wäre Freestyle hier. Freestyle? Wir machen einen Minecraft-Kuchen, Gottverdammt. Es gibt nur ein Ei im Minecraft-Kuchen. Und 3 Milch? Ja. Wir trennen das kurz. Eigelb, Eiweiß und dann alles rein. Super. So, und dann die Schale auch dazu wegen Calcium. Lecker. So, und jetzt verrühren wir das Ganze mal. Warum machen wir das eigentlich in die Schüssel? Weiß auch nicht. Okay. Also eine Prise Salz gehört immer in den Kuchenteig. Nein, das ist in Minecraft nicht dabei. Es gibt kein Salz in Minecraft. Aber du spinnst doch. Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Sachen erfinden. Da kommt Gunpowder oder Kürbis rein, aber kein Salz. Eine Enderperle da reinwerfen vielleicht, aber mehr auch nicht. Das ist Kreativität. Schokolade in Minecraft. Es gibt Kakaobohnen, aber auch keine Schokolade. Ich würde sagen, Freddy, wie läuft's bei dir?
fühlt sich so an, als wäre ich gerade auf TikTok live dabei. Das sieht aber nach einem Kuchenteig aus, oder? Nee. Ja, es sieht genau aus wie ein Kuchen, ja. Nee. Hä? Ich habe nur den Kuchenteig gesehen. Lass doch noch mal kurz 2-3 Tage Pause machen und noch ein bisschen Mehl schroten, damit das wirklich so eine Kuchen... Ja. Achtung! Danke, da hat jemand im Creative Mode... Oh, Creative Mode hat da Kuchen reingetan, danke. Paluten einfach. Danke, Pablo Esco. So nett. Paluten? Also ich weiß ja nicht, aber es wird... Also backen kann man das ja sicherlich, oder? Klar. Es wird ein 1 Asse. Soll ich dir schon mal den Ofen jetzt anmachen? Ja, mach mal den Ofen an. Pack mal 2 Kohle, Charcoal rein. Ja, und klar, dann, mach ich. Heizt. Ist an. So, wir haben natürlich auch die passende Form dafür, ne? Hier. Parallelogramm. Das ist ungefähr ein Viereck. Wird viel wie ein Kuchen. Reicht das hier? Passt. Ja? Ja. Gut. Dann kommt da jetzt quasi ein Backblech runter und dann kommt da von Sallys Tortenwelt. Gibt es in Minecraft nicht Sallys Tortenwelt? Gibt es in Minecraft nicht Sallys Tortenwelt? Die hat eine Mod. Glaubst du, der wird lecker, der Kuchen? Das ist ein Kuchen rustikal, nicht wahr? Wir müssen das Frosting, wir können ja wohl die Erdbeeren noch drauf machen. Na klar, gibt's in Minecraft so. Bauen wir uns jetzt Hüte und erzählen, dass es die Corona nicht gibt. Wir haben noch nie was von Korn gehört. Mittelalter kämpft! Warte, ich mach ab. UFO gab's nie. Dena existiert nicht. Dena hat nie gewonnen. Dena ist gar kein Formel-1-Fahrer. Was? Stimmt wirklich. Coole Dynamik hier, oder? So, jetzt hätte ich hier nochmal ein bisschen was zugekippt, nämlich Weizenkörner, die sind sau lecker und gehen im Ofen schön auf. Crunch, crunch, crunch. Lecky. So, noch was Zucki hinzu. Milch brauchen wir nicht mehr. Das können wir nämlich später fürs Frosting benutzen. Da müssen wir nämlich kreativ werden. Kriegen wir aber hin. Ich würde sagen, die geile Masse sieht extrem gut aus. Weißt du, was ich dazu sage? Was denn? Milady. Ich pack das jetzt hier rein. Kommt schön Butter mit dran und dann tun wir das frittieren und dann, oh, dann sehe ich uns. Oh, so schön alles in meinen Ärmel reingekippt. So, rein. Wie lange muss man denn sowas backen? In Minecraft backt sowas eine Sekunde. Schlag mal drauf, dann ist fertig. Viertelstunde. Mein Finger ist gebrochen. Viertelstunde, okay. Rein in die Masse. Mach's gut, Creeperkuchen. Okay. Wir machen aber weiter, denn jetzt geht's quasi um. Na, jetzt höre ich wieder was. Wir haben jetzt folgende Challenge noch vor uns. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Zucker ist ja bekanntlicherweise immer drauf. So, guck mal hier, der Kuchen muss im Endeffekt so aussehen. Siehst du das hier? Das da? Mhm. Weiße Glasur. Milch und Zucker ergibt eine weiße Glasur? Mhm. Wasser und Puderzucker? Ja. Eigentlich schon. Können wir die Milch nicht benutzen dafür? Benutzen, ja. Ja? Puderzucker rein. Ist noch im Endeffekt sogar legal, weil das ist ja Teil des Rezepts. Ne? Puderzucker. Freddy, gib du mal hier den Puderzucker hinzu. Ja, na klar. Und ich rühre quasi. Ich gebe mal den Puderzucker hinzu. Das bringt gar nichts. Oh, gucke mal. Minecraft-Glasur. Minecraft-Glasur. Alter, das sieht gut aus. Ja, und jetzt können wir eigentlich noch ein paar Erdbeeren schneiden. Ich weiß, die sind nicht Teil des Rezepts, aber die sind halt so. Das ist nicht Teil des Rezepts. Aber die sind oben drauf, da sind so rote Dinger drauf. Wacht auf, es muss kein Ei in die Pürierung rein. Okay. In die Pürierung gehört kein Ei. Das weiß man doch, wenn man nimmt. Kein Knoblauch. Vampircamp ist nächstes Jahr. Das ist kein Kuchen für Fructaria, ne? Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut auf Jessis Blog vorbei und auf Instagram. Da gibt es nämlich alles zu Lebensmittelunverträglichkeiten und auch froh. Da lernt ihr mehr dazu. Mhm. So, ich würde sagen, was die Pürierstufe, die hier? Alles falsch. Hä? Das sieht wirklich gut aus. Als ob das funktioniert, die Scheiße, die wir hier machen. Dickerchen! Entschuldigung. Nein, nicht Weizen wieder da rein! Hör auf, jetzt immer Weizen über rein zu kippen, Mann! Eine Flüssigkeit. Ist Silvester oder was, mein Alkohol? Ich bin wirklich. Wenn ihr wollt, mache ich so ein Buch für Spark of Phoenix. 20 Minecraft-Rezepte, die euch den Appetit verderben. Könnt ihr haben. Freddy macht übrigens den nächsten Foodtruck und fährt durch die Stadt und verkauft tatsächlich keine Produkte, die ich jemals entwickelt habe. Ihr müsst das ziemlich rot haben. Rote Lebensmittelfarbe. Na klar. Nein! Bitte! Okay. Alter! Es muss rot sein, wie in Minecraft. Da, so sieht es nämlich in Minecraft aus. So, gucke mal. Nicht wieder nachkippen. Doch, weil es noch nicht fett genug. Alles klar, dann machen wir das so. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir das Ganze assemblen und Tobi den Minecraft-Kuchen probiert. Nee, weil ich jetzt fahre. Du probierst den Minecraft-Kuchen. Nee, den Minecraft-Kuchen probierst. Ciao. Tobi fährt nach Hause. Bis gleich. So, Kinders, der Kuchen ist ausgekühlt. Der wird jetzt hier erstmal schön aus der Form rausgehobelt und geschnitten, nicht wahr? So kriege ich ihn raus. Aber jetzt ist er nicht. Jetzt, ja. Alter, der ist aber auch ein steifer, geiler Kuchen. Gucke mal. Ei. Alles im All, nicht schlecht. So, jetzt bepinseln wir das Ganze, bevor wir das Ganze natürlich probieren. Mal gucken.
Ja, oder? Der ist durch. Da kommt jetzt unsere Glasur drauf. Wenn mir der aussieht wie ein Minecraft-Kuchen. Sieht aus wie der echte, ne? Sind da nicht sogar so rote Flecken oben drauf? Deshalb haben wir das doch gemacht, Frederik. Aber die sind wirklich echte rote Flecken? Ja. Das hattest du ja eigentlich nicht mit eingeplant, ne? Ne, das haben wir schon gefreestylt einfach mit. Gefreestylt, so wie es sein soll. Ist doch perfekt. So, warte. Jetzt kommt es nämlich drauf an, jetzt, dass wir es genau auch richtig machen. Wir könnten das. Löffel. So, tu mal rein hier die Matte. Spuck mal rein hier den Erdbeerquark. Eifel. Jetzt brauchen wir noch eine Schere, damit du unten eine ganz kleine Ecke abschneidest. Muss hier jetzt mal ein Loch reinmachen. Nein, nicht da oben. Nicht da oben. Nee, damit dass die Luft da rausgeht. Kannst du auch einfach aufmachen können, oh mein Gott. Der Hund beschwert sich auch schon. Ja. Eine ganz kleine Ecke. Minimal wirklich nur. Reicht schon. Perfekt. Super macht. Super, toll. Toll, super. Ich versuche das jetzt hier in so Vierecksform zu bringen. Mhm, ne? Perfekt so. Du musst so Würste und dann ist es gut. Ja, da spachteln wir gleich nochmal schön drüber. Sieht sehr professionell aus, muss ich schon sagen. Oh, das kommt da oben alle raus. Guck mal. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber es sieht doch ganz gut aus. So, Endprodukt. Ja. Achtung, Freddy, komm. Geschmackstest, Frederik. Wir schneiden an. Jeder kriegt so ein kleines Action. So, gut. Na komm. Sieht das aus. Hast du toll gemacht. Das ist der echte jetzt. Das ist der echte Minecraft. Aus Minecraft. Aus dem Rezept. Na toll. Ja, das ist ein Vollkornbrot mit Zucker oben drauf. Also es ist ein extrem schlechter Kuchen, aber ein sehr gutes Brot. Minecraft Camp. Ist so eine gute Idee, Minecraft Camp, ne? Oder? Ist wirklich eine gute Idee. Du musst einfach mit Blöcken so ein Haus, wo jemand drin schlafen kann. Und dann wird die ganze Zeit nur Minecraft-Essen gemacht und Minecraft-Spiele. Du machst einfach Survival-Games. Aber so schlecht kann es ja gar nicht gewesen sein. Du holst einfach 5 Leute mit Glutenunverträglichkeiten, gibst denen nur Brot zu fressen, dann sind die Creeper. Au, au. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, Freddy. Was denn? Es ist doch nicht so schlecht. Ich finde es auch jetzt nicht so schlecht. Also wir hätten auf jeden Fall mehr Zucker noch mit reinmachen können, muss man sagen. Es ist wirklich nicht sehr süß. Dieses Erdbeer-Pudding-Thema rettet schon alles, muss man sagen. Aber das ist schon sehr. Es ist essbar. Es ist vollkommen fein. Den nehme ich mit nach Hause und gebe das meinen Kollegen. Und so kriegt ihr auch keine Freunde. Wenn ihr das Rezept sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal bei Jessis Blog vorbei. Da wird es das nicht geben. Da wird das Rezept geben, da werde ich für sorgen. Und checkt auf jeden Fall Freddys Video aus. Das kommt in 4, 5, 6 Monaten. 5,5 Monaten, ja, glaube ich. Ja. Schaut auf jeden Fall bei Freddy vorbei, schaut bei Jessis vorbei. Das war von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich bin raus an der Stelle. Macht's gut. Ciao.